Hallo und herzlich willkommen zurück im Klemmbausteinzimmer. Ich bin der Markus, mitten aus dem Ruhrpott und heute mache ich wieder ein Mini-Mikro-Serien-Video mit einem Polybag. Und zwar mit einem Frenz Polybag mit der 30413. Das ist der Blumenwagen mit 55 Teilen und zwei sogenannten Minifiguren. UVP ist dafür 3,99 und ich habe das Ganze bei Penny für 1,99 gekauft. Deswegen habe ich gesagt, nimm mal mit und guck mal nach. Weil Frenz, naja. Interessant ist auf der Verpackung hier unten, das sieht fast aus wie ein 2 in 1. Uff, wollen wir schauen, ne? Was wir uns hier angetan haben. Für 1,99 kriegst du kein Heft. Und da ist schon eine Blume rausgefallen. Tüte ist leer. Wir haben eine Anleitung. Ah, oh Gott. Ich dachte jetzt Klammer gebunden. Nein, ein Faltblatt. Mit 7 Bauschritten. Das ist ja bei Lego mal. Wow. So. Und ich bin total fast schon entsetzt. Es ist ein Friends-Set und sie trauen einem zu, dass man die Figuren ohne Anleitung zusammensetzt. Tja, gut. Wollen wir mal kicken. Was ich hier so finde. Oh, wie süß, was soll das denn sein? Ich sehe einen Print. Aber dazu kommen wir gleich. Ja, das ist ja mal Zweitprinz. Wow. Boah, was ist das denn für ein Scheiß? Entschuldigung. So. Das ist die eine Frenz-Figur, wie wir sie kennen. Ja, kriegt auch ein 1-Minuten-Video, so ist es nicht. Aber das andere jetzt. Ja. Keine Hände, Finger haben wir nicht. Arme sind nicht zu bewegen. Geht nicht. Funktioniert nicht. Ist einfach nur eine Puppe. Okay. Naja, das ist jetzt ein bisschen merkwürdig. Na gut. Dann kommt ein Einkaufskörbchen. Da kommt eine Einkaufsliste rein, die ist sogar mit Print. Weiß. Aber man sieht es ein bisschen. Und dann startet der Bau. Die Figur. Na gut, die Figur. Also die Figur ist schon komisch.
Das ist Bauschritt 1 und 2. Bauschritt 4. Und die Anleitung, ja, kann man jetzt schon fast sagen, ist für Lego-Verhältnisse anspruchsvoll. Man sieht nicht unbedingt, was man da braucht und wie es zusammengebaut wird. Man geht einfach davon aus. Na gut. Meine größten Teile dabei sind natürlich jetzt ganz pissig kleine Blümchenteile. Ist ja auch ein Blumenwagen. Was halt die Teilezahl jetzt ein wenig ansteigen lässt. Aber wir hatten ja schon mal ein Print. So, damit ist der Blumenwagen fertig, mit einem Print als 5 Euro Stück, Markstück, keine Ahnung. So von hinten. Die Teile habe ich derzeit übrig, dabei befindet sich noch ein Fünfer. Ganze ist knapp 6 cm lang, 3,5 cm breit und 7 cm hoch. Wobei ich jetzt, also das soll ja separat stehen. Und dann ist hier oben da. Fokus mal mitspielt. So, jetzt. Da sieht man wahrhaftig dann eine B-Variante. Das heißt, es ist ein 2-in-1-Set. Boah, dann machen wir mal ein 2-in-1-Set. Obwohl, brauche ich jetzt nicht mehr bauen. Ja, das war's. Soweit. Ich setze gleich mal hier unten. Da unten in die Ecke, da, eben wir da,
setze ich auch ein Bild vom zweiten, vom BZ rein, aber ich will das als fotografieren. Die Friends-Figur an sich, ja, okay, kennen wir. Das hier. Wohl dann eine Friends Mini, wo sich halt, wie gesagt, keine Arme bewegen lassen, keine Beine bewegen lassen. Man kann sie aufnoppen, was so jetzt aussieht. Was keine Hände hat. Gucken. Wo man keine Blumen durchschieben kann. Funktioniert nicht. Nein, nichts. Ja, das war's. Ja, schreibt mir mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Lasst mir gerne ein Abo da. Das war, wie gesagt, das Friendset, Lego Friendset 30413. Und ja, wie gesagt, das B-Modell werde ich dann gleich auch noch mal kurz bauen. Momente mal. Ich habe hier dieses B-Modell gebaut. Das ist alles übrig geblieben hier. Ja, plus die beiden Figuren. Und das ist das B-Modell. Da mit einem Haiermann oben drauf. Blümchen, Tasche unten drin. Tresen, Salz- und Pfefferstreuer, oder keine Ahnung, was sagen soll. Das ist das B-Modell. Ich meine, ich habe bei Friends jetzt nicht unbedingt schon mal ein B-Modell gesehen. Aber sie bieten es zumindest an. Ne? Also da kann man nichts sagen. 6,5 cm lang. 2,5 tief. Und 6 cm hoch. Und jetzt geht's dann weiter. Okay. Wenn ich das fotografiert habe. Ja, und ansonsten bestelle ich einen lieben Gruß aus dem Robot. Ich bin der Markus, bitte bleibt gesund. Ich wünsche euch Glück auf, wo immer ihr seid. Bis zum nächsten Mal. Ciao.